Bei dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr mit dem Huckepack Full Buckle auf dem Rücken tragt. Verbinde die Trägerschnallen mit den Gegenstücken am Paneel. Ziehe das kürzere Gurtband fest, da du später das längere Gurtband der Schnalle leichter festziehen kannst. Schließe die Leiterschnallen oben an den Trägern, wenn du die Trägerverlängerung nicht benötigst. Lege den Hüftgurt an, schließe die Schnalle, ziehe das Gurtband aber noch nicht ganz fest, damit sich der Hüftgurt noch drehen lässt. Setze dein Kind in das Paneel. Damit dein Kind nah am Hüftgurt sitzt und somit die ganze Stegbreite und Paneelhöhe ausnutzen kann, ziehst du den Stoff, der unter deinem Kind ist, nach oben. Das Paneel reicht nun über den Kopf der Tragepuppe. Die Schnallen des Paneels liegen etwa in der Mitte. Setzt du dein Kind höher ins Paneel, verkürzt sich dieses automatisch. Bei der Tragepuppe reicht es nun nur noch bis zum Nacken. Die Schnallen des Paneels liegen nun direkt über den Beinen deines Kindes. Der Steg wird hierbei ebenfalls schmaler, bedingt durch den Schnitt des Paneels. Führe die Träger vor deinem Kind zusammen. Achte darauf, dass der Kopf deines Kindes von der Trage und durch deine Hand gestützt wird. Drehe dein Kind langsam über deine Hüfte nach hinten. Führe einen Arm durch den Träger, während die andere Hand die Träger hält. Führe nun den anderen Arm durch den zweiten Träger. Eine Hand bleibt immer am Kind. Ziehe das Gurtband nach oben fest, bis die Träger schön straff sind. Schließe den Brustgurt. Ziehe den Hüftgurt fest. Da die Träger am Paneel befestigt wurden, ist diese Trageweise erst ab Sitzalter zu empfehlen. Vor dem Sitzalter müssen die Schnallen am Hüftgurt befestigt werden. Sollten euch die Träger noch zu weit sein, könnt ihr das Gegenstück auch mit den Zusatzschnallen hier oben verbinden. Dadurch verkürzen sich die Träger um ca. 10 cm.